Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Grundlagen-Tutorial für Adobe Photoshop. Da es rund um das Thema Drehen von Schriften und Bildern bei GIMP so viele Fragen und Interessenten gab, dachte ich, wird das wahrscheinlich bei Photoshop nicht anders sein. Und deswegen wollen wir heute eben das Thema Drehen von Schriften und Bildern auch mal hier angehen. Dafür habe ich was vorbereitet. Ihr seht hier drei Ebenen. Die unterste, unser Hintergrund, ist in diesen Farbverlauf getaucht, in diesen gelb-orangenen. Dann haben wir die rote Ebene, die wir auch drehen wollen. Und unsere Beispielschrift, die ich ja wirklich einfallsreich einfach mal Beispiel genannt habe. Dazu sei gesagt, dass wir den Hintergrund eines Bildes nicht drehen können. Deswegen müsst ihr das gar nicht versuchen. Wenn ihr natürlich die unterste Ebene auch drehen wollt, müsst ihr vorher eine Ebene definieren, die ihr noch darunter setzt. Aber die wirkliche Hintergrundebene kann man an sich nicht drehen. Deswegen habe ich, ihr seht es ja auch, eine Hintergrundkopie erschaffen. Das ist unsere rote Ebene. Und die können wir dann auch drehen. Und jetzt ist die Frage, wie wir das machen. Wir können uns die Ebene einerseits auswählen und dann auf Bearbeiten und Transformieren gehen. Also frei transformieren. Oder ihr seht es, wir können auch STRG-T drücken. Das machen wir einfach mal. Und dann sehen wir, dass das Ganze markiert wurde mit bestimmten Punkten. Wir können an diesen Punkten natürlich ansetzen und das Ganze auch ziehen. Darauf wollen wir jetzt aber nicht weiter eingehen. Was uns interessiert ist, wie wir das Ganze drehen können. Und wenn wir zum Beispiel ein bisschen über die Ecken hinausgehen, sehen wir, dass da schon so Drehpfeile sind. Und dann seht ihr auch, dass ich das Ganze drehen kann. Da könnt ihr euch den Winkel frei auswählen. Wenn wir dabei Shift drücken, dann haben wir einerseits die 180 Grad Winkel, die 45. Also ihr seht, 60, 75, dass man halt gerade Werte einfacher finden kann. Wenn wir dabei Shift drücken, geht das super einfach. Ich würde sagen, wir drehen das jetzt mal so. Und das Ganze wollen wir jetzt natürlich auch noch bei unserer Schrift machen. Was ich mich am Anfang gefragt habe und was auch viele Tutorials nicht zeigen, wenn wir das gedreht haben, was muss ich denn dann machen? Denn ich zeige jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Escape drücke, ist das Ganze wieder rückgängig gemacht. Deswegen werde ich nun einmal das drehen. Wir lassen es wieder so. Und dann muss ich in diese Fläche noch einen Doppelklick machen. Dann wird das Ganze erst übernommen. Vorher funktioniert es nämlich nicht. Das erklären die wenigsten und deswegen dachte ich, ich bringe das heute mal mit rein. Und nun wollen wir auch noch unsere Schrift transformieren. Dafür gehen wir wieder hier drauf und machen Bearbeiten und frei transformieren. Und ihr seht, hier ist dann das Gleiche. Und wir können das auch nach dem gleichen Prinzip drehen. Oh ja, ich würde mal sagen, so sieht es eigentlich ganz schön aus, oder? Dann machen wir hier auch wieder unseren Doppelklick rein und wir haben das Ganze gedreht. Ist an sich sehr einfach, man muss allerdings wissen, wie es geht. Denn frei transformieren sagt einem jetzt noch nicht wirklich viel bei Photoshop. Deswegen denke ich, dass es da auch einige gibt, die sich diese Frage stellen. Hoffe, euch hat das Ganze gefallen und geholfen. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen, damit ihr in Zukunft auch nichts mehr verpasst. Und wie immer ganz wichtig, wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, schreibt es in die Kommentare und ich drehe euch schnellstmöglich ein Video dazu. Bis dahin, euer Shavo. Ciao.